Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir blicken heute auf die Neuzugänge aus dem Dezember 2016. Ja, mit diesem Video schließen wir sozusagen das Jahr 2016 ab. Und es steht wieder unter dem Motto, schon gelesen oder suppt es noch? Wir gucken uns die Neuzugänge an und besprechen da ein bisschen, wie es mir gefallen hat. Habe ich es gelesen? Was ist mir in Erinnerung? Und ich habe es diesmal so ein bisschen anders aufgebaut und also so für mich anders aufgebaut. Deswegen, ihr seht natürlich das Neuzugänge-Video so hier dann in der Ecke. Und ich werde aber diesmal ein bisschen am PC gucken, weil gekrümmt am Boden mit einem Handy ist aktuell einfach noch nicht so bequem mit meinem Rücken. Dementsprechend machen wir das diesmal so und ich hoffe, dass das technisch auch alles so klappt. Und ich denke, wir starten und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Rückblick. Ja, und wir beginnen mit einem Intro, das ich glaube ich tatsächlich nur sehr kurz hatte und mir nicht gut gefallen hat, aber ja, und nach wie vor braun, dann scheint das Video noch Ende Dezember erschienen zu sein, was natürlich für die Dezember-Neuzugänge durchaus Sinn macht und es ist die Rede hier von einem XXL-Neuzugänge-Video und es waren, glaube ich, 19 Bücher. Ich meine, klar, es ist Weihnachten dabei, es ist Nikolaus dabei, es sind ja schon vorweihnachtliche Bücher am Ende dabei und ich habe ja auch nur das gezählt, was ich tatsächlich erhalten habe, nicht die, die ich gekauft habe und verschenkt habe, würde ja auch keinen Sinn machen. Ich hatte ja, glaube ich, eigentlich geplant, nicht groß Bücher zu kaufen in diesem Monat oder anzufragen oder was auch immer. Ich glaube, das ist bei 19 Büchern jetzt nicht wirklich so gelungen. Das muss man, glaube ich, so sagen. Ich weiß gar nicht, was die Steffi vor einem Jahr dazu gesagt hat. Das erste Buch ist Das wilde Leben der Jessie Jefferson von Paige Thune. Eine Reihe, die mir, glaube ich, bis auf den letzten Band, ja, ich glaube, es war dann nur der letzte, der mir sehr gut gefallen hat. Das müsste der zweite gewesen sein. Ich glaube, ich habe mir keine Nummer irgendwie dazu mir merken können. Das ist eine Jugendbuchreihe von Paige Thune, wo es eben um die Tochter von Johnny Jefferson geht, den wir aus zwei Büchern von Paige Thune eben kennen. Und ich liebe diese beiden Bücher von Paige Thune. Ich liebe das Leben von Johnny Jefferson und wie uns das gezeigt wurde. Ich hatte da immer einen Robbie Williams vor Augen. Und die Geschichte fühlt sich auch so ein bisschen angelehnt an. Und dann natürlich die Vorstellung, dass eben dieser Rockstar eine Tochter hat, die bis zum Tod ihrer Mutter nicht wusste, wer ihr Vater ist, fand ich sehr schön. Mir hat dieses Jugendbuch gut gefallen. Der erste und der zweite Teil waren wirklich ganz, ganz toll. Der dritte war dann leider ein bisschen merkwürdig. Also die Entwicklung von Jessie ging nicht in die Richtung, die ich gehofft hatte, aber ja. Mir haben die ersten zwei Bücher auf jeden Fall gut gefallen. Dann zog von Danny Atkins unangefragt Der Klang deines Lächelns bei mir ein und ich mochte ja das erste Buch von Danny Atkins sehr, sehr gerne. Doch dann hat es mich nicht mehr an diese Bücher herangezogen. Dementsprechend habe ich dieses Buch auch nicht gelesen, habe es an eine liebe Freundin verschenkt, die auch alle anderen Danny Atkins Bücher von mir bekommen hatte. Und ist zwar schade, weil es natürlich auch ein Verlagsbuch war, was eben aber unangefragt war. Aber ja, das habe ich nicht gelesen. Mich hat die Geschichte nicht so interessiert und ich fand auch, glaube ich, so beim zweiten Buch schon von Danny Atkins den Schreibstil sehr vorhersehbar, schon sehr emotional, aber fast auch zu viel des guten Angefühl. Und so wollte ich dann, ich glaube, das ist das dritte oder vierte Buch von ihr, dann nicht lesen und war ganz froh, dass sich eine Freundin über alle Bücher von Danny Atkins dann auch gefreut hat und ich ihr die weitergeben konnte. Dann ist überraschenderweise Die schönste Zeit des Jahres von Jackie Feldgut bei mir eingezogen. Das war ihr Dezemberbuch, dementsprechend, wie man auch am wunderschönen Cover sehen kann, ein Weihnachtsbuch. Und das ist bei mir überraschenderweise von der lieben Jackie eingezogen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich dieses Buch in Händen halten durfte. Sonst bin ich ja eher der E-Book-Leser, was es Self-Publisher zum Beispiel angeht. Aber von Jackie habe ich tatsächlich einige Bücher auch hier. Und dieses Weihnachtsbuch kann ich jetzt auch noch für die jetzt kommende Weihnachtszeit absolut empfehlen, denn es ist eine wunderschöne Weihnachtsmärchengeschichte mit ein bisschen Magie, mit Liebe und wirklich ganz tollen Ideen und Charakteren, die mich wirklich sehr begeistert hat. Und auch bei diesem wunderschönen Cover lohnt sich auf jeden Fall, sich auch das Büchlein zu holen und das dann im Regal zu haben. Und das wäre tatsächlich auch ein Buch, was ich in diesem Jahr rereaden würde und das vielleicht tatsächlich mache, jetzt wo ich es gerade so sehe und ich so denke, ach ja,
Da ist ja noch was. Und Weihnachten steht ja auch fast vor der Tür. Ja, da natürlich kurz vor Weihnachten auch ich ein paar Weihnachtsgeschichten haben wollte, ist Maskierte Weihnachten von Regina Meißner bei mir eingezogen. Das Buch habe ich im letzten Jahr auch gelesen. Es hat mir gut gefallen. Ich habe es so vage in Erinnerung, dass es hier eben so ein bisschen ein Hin und Her gegeben hat, was die Weihnachten angeht. Es aber sehr spannend war und ich glaube, mich tatsächlich sehr überrascht hat, dass ich damit gar nicht gerechnet habe, dass mir dieses Buch so gut gefallen wird. Und es sieht auch optisch wirklich super schön aus und ich finde tatsächlich, es passt jetzt natürlich, dass das Video Ende November, Anfang Dezember erscheint, denn so ja, seht ihr noch so ein paar Weihnachtsbücher, die mir natürlich auch gefallen haben, beziehungsweise könnt ihr euch natürlich auch die Bücherwochen dann dazu ansehen, was euch da vielleicht anspricht und gefällt. Und auch hier, das ist auch eine Self-Publisherin gewesen. Ich glaube, ich habe das E-Book für 1 Euro ja, gekauft zu so einer Special-Aktion und ja, finde bis auf den Pelz tatsächlich alles sehr gelungen auf dem Cover. Da weiß ich tatsächlich immer nicht, ob das sein muss, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass es kein echter war. Dann ist von George R. R. Martin und Gardner Doisier, wie auch immer wir ihn aussprechen, der Bruder des Königs bei mir eingezogen. Das habe ich tatsächlich auch schon gelesen und ja, hat mir gut gefallen. Es enthält ja, ich glaube, 20 Kurzgeschichten. Waren es 20, 10, 12, ich weiß es nicht mehr. Und natürlich auch eine von George R. R. Martin. Und hier geht es, soweit ich mich richtig erinnere, um einen Targaryen-Bruder. Und ja, ich mag diese dicken Wälzer gerne. Ich habe noch die Schwester von irgendwas da, also die ein Buch über eher dann weibliche Charaktere. Und es sind natürlich geniale Kurzgeschichten darin, aber natürlich auch Geschichten, die einen mehr oder weniger nicht so begeistern können. Das hat man natürlich immer bei unterschiedlichen Autoren und hier steht natürlich groß George R. R. Martin drauf, damit es sich einfach durch den Hype von Game of Thrones auch verkauft, gar keine Frage. Es sind noch ein paar andere bekannte Autoren darin enthalten, die man, wenn man im High Fantasy und Science Fiction Bereich unterwegs ist, durchaus auch kennt. Und ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich mag sowas immer gerne. Man kann auch so den Schreibstil von einem Autor erstmal ein bisschen kennenlernen. Und wer sich vielleicht nicht den Wälzer ins Regal stellen will, da ist er vielleicht auch ganz gut mit dem E-Book bedient, was es in diesem Fall ja auf jeden Fall auch gibt. Und dann hat mich ein vorweihnachtliches Paket von der lieben Anita erreicht. Viele liebe Grüße an dich. Und zwar ist bei mir eingezogen Zürich fliegt. Denn die liebe Anita kommt aus der Schweiz und hat mir eines ihrer Lieblingsbücher zugeschickt. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, das habe ich noch nicht gelesen. Ich muss das jetzt wirklich so zu meiner Schande gestehen. Ich habe es auch irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber dafür sind ja diese Videos auch gut. Ja, dementsprechend werde ich mir das auf jeden Fall für Anfang des nächsten Jahres vornehmen. Ich muss direkt jetzt mal meinen Regalen das ein bisschen in sichtbare Höhen legen. Ich glaube, es handelt sich dabei um einen Krimi, was nicht ganz unbedingt mein Genre ist, aber wenn Anita sagt, das ist was für mich, dann vertraue ich da natürlich drauf. Und ich finde auch das Cover wirklich sehr cool gemacht und ja, begebe mich mit diesem Buch dann einfach auch mal in die Schweiz in der Hoffnung, dass es mich dann nächstes Jahr vielleicht auch im Ganzen sozusagen dahin verschlägt. Und ja, danke nochmal der lieben Anita und das Buch landet jetzt doch mal etwas weiter höher in meiner Readlist. Und dann durfte von Matt Haig Echo Boy bei mir einziehen. Auch hier ein traumhaftes Cover, wie ich finde. Und ich bin ja ein großer Fan von Matt Haigs Geschichte. Ich und die Menschen fand ich wirklich großartig und war sehr gespannt, was er hier ein bisschen zaubern wird. Es ist ja hier ein bisschen jugendlicherer angehaucht und Echo Boy ist eine künstliche Intelligenz und ein junges Mädchen, ja, was sich so ein bisschen dieser Welt entgegenstellt, was so ein bisschen diese Trennung von Echos und Menschen angeht. Und es war eine sehr schöne Geschichte und er hält einem auch hier natürlich den Spiegel wieder davor, wie er das ja auch bei Ich und die Menschen gemacht hat. Und es war, soweit ich mich erinnere, sogar ein Highlight, was ich jetzt tatsächlich nur noch so ein bisschen vage in Erinnerung habe, aber mir tatsächlich sehr gut gefallen hat und auch wirklich mit 2, 3 Szenen noch sehr präsent im Kopf ist und ich gerade das Ende auch absolut gelungen fand. Und es war mit Humor gespickt, mit ganz viel Herzblut hatte man auch das Gefühl und wirklich tollen Gedanken dazu, wie man eben mit Andersartigkeit, in diesem Fall mit einer künstlichen Intelligenz, eben so umgehen kann. Und ja, es ist von Matt Haig, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Dann haben wir im Leseklub auf den ersten Blick gelesen, das hier ist ein wunderschönes Cover, ein wunderschöner Buchschnitt, aber ein grottenschlechtes Buch gewesen. Es beinhaltete einige Kurzgeschichten, die wir mehr oder weniger so der Reihe nach auch gelesen haben. Man hat natürlich geguckt, dass wir immer auf die 50 Seiten pro Tag kamen. Hat man manchmal eben auch zwei Geschichten, die nicht nebeneinander waren, gelesen. Das wurde gewählt, einfach weil es Weihnachtsgeschichten auch beinhaltet und es immer um die große Liebe auch geht. Einige namhafte Autoren, aber es hat uns, glaube ich, durchgängig gar nicht so gut gefallen und mir leider auch nicht. Und dann ist womit das schönste Buch überhaupt eingezogen. Ein Meer aus Tinte und Gold. Und ich weiß gar nicht, gibt es da mittlerweile schon den zweiten Teil? Ein wunderschönes Cover mit einer ganz, ganz tollen Idee, die sich eben aus der Kraft aus Büchern, aus Tinte eben bewegen sollte. Leider hat es mich nicht wirklich begeistern können. Ich war noch ein bisschen enttäuscht, sehr oft verwirrt. Und da konnte auch das goldene Cover leider nicht viel tun. Mich würde jetzt trotzdem interessieren, habe ich den zweiten Teil da verpasst? Nicht, dass ich ihn lesen würde, aber theoretisch wäre er ja jetzt irgendwann mal fällig, wenn er so im Jahresrhythmus kommt. Oder ist er einfach so schlecht abgeschnitten, dass es gar keinen zweiten Teil gibt? Dann ist bei mir als Hörbuch das Lied Das Eisdrachen von George R. Martin eingezogen. Ein Audible-Buch, was es für den halben Preis gegeben hat, also für ein halbes Guthaben. Und das wurde auch gesprochen von Reinhard Kunert, meine Güte, sieht man aus der Entfernung relativ schlecht. Ein Kinderbuch, das sich eben um den Eisdrachen dreht. Und dieses Büchlein ist ja dann dieses Jahr bei mir auch eingezogen. Als echtes Hardcover habe ich als Schnäppchen hier bei Jokers ergattert für 5 Euro anstelle 10. Und diese Geschichte war einfach wunderschön. Es ist zwar eine Kindergeschichte und man erwartet wahrscheinlich bei George R. R. Martin immer irgendwelche Andeutungen für die Große, das Lied um Eis- und Feuersaga, aber oder Game of Thrones, wie man es ja durch die Serie kennt. Aber das habe ich hier überhaupt nicht gesucht, auch nicht gefunden. Aber es war einfach wunderschön, wie unsere kleine Protagonistin eben ja den Winter liebte und eben auf die Zeit des Eisdrachen wartete. Und ich selbst bin ja gar kein Winterfan, aber wenn es Eisdrachen gäbe, würde ich vielleicht nochmal darüber nachdenken, weil es war wirklich eine wunderschöne Geschichte, die perfekt für Kinder geeignet ist und auch ganz toll vorgelesen wurde und die Hardcover-Ausgabe auch wirklich toll illustriert ist und wirklich ein Lese- und Hörgenuss war. Und dann zog als E-Book Paris, Clara und ich von der lieben Adriana Popescu bei mir ein. Ein Buch, das es letztes Jahr kostenlos gegeben hat und ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr auch noch gibt. Und das eben zu ihrem Paris-Jugendbuch aus dem letzten Jahr perfekt gepasst hat, denn es spinnt die Geschichte noch ein bisschen aus einer anderen Richtung weiter. Fand ich super schön, sehr winterlich, sehr weihnachtlich, sehr herzlich und Adriana kann einfach Emotionen beschreiben, dass sie sich anfühlen wie die eigenen und das Buch hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Von der lieben Cornelia Bramendorfer und Vinja Mohr ist dann Lost in Texas bei mir eingezogen, auf der Suche nach dir. Ein Buch, das, wie der Titel schon verrät, in Texas spielt und dort eben zwei Erwachsene irgendwie zueinander finden, die doch echt Schweres im Leben erlebt haben. Und das hatte ein ganz, ganz tolles USA-Feeling. Eine wirklich wunderbare Liebesgeschichte, die mir gut gefallen hat, die für mich auch einfach zur Weihnachtszeit gepasst hat. Weil Kitsch geht für mich fast nur so um die Weihnachtszeit. Und es war aber gar nicht triefig kitschig, das möchte ich damit nicht sagen. Aber so Liebesgeschichten funktionieren bei mir eben am besten, wenn ich auch ein bisschen in dieser sehnsuchtsvollen Stimmung bin. Und so habe ich dieses Buch sehr, sehr gerne gelesen, habe Cornelia dann ja auch auf der Leipziger Buchmesse kennenlernen dürfen und bin da auch sehr gespannt, was da so als nächstes Büchlein erscheinen wird und hatte hier wirklich großen Spaß, es zu lesen, weil mir auch einfach das Setting, das Feeling sehr, sehr gut gefallen hat und dass das beiden einfach sehr gut gelungen ist und wir haben hier auch zwei verschiedene Perspektiven, die sich durch die beiden Autorinnen dann natürlich auch ein bisschen anders anfühlen und hat mir gut gefallen und auch das Cover finde ich perfekt passend zur Story. Dann eine Thriller-Empfehlung vom lieben Phil und zwar Er liebt sie nicht von Sharon Bolton und bei Bolton kriege ich ja grundsätzlich erstmal Albträume. Ja, alle Game of Thrones Fans werden wissen warum. Ein Thriller, an den ich mich nur noch vage erinnere. Ich habe ihn gelesen, definitiv. Ich kann auch nicht mal mehr sagen, ob ich ihn gut oder schlecht fand.
Dementsprechend war er scheinbar nicht ganz so herausragend. Es ging ja hier darum, um einen Mann, der wohl Frauen umgebracht haben soll, aber dann eben eine Anwältin die Welt davon überzeugen möchte, dass er das nicht war. Und ich glaube, die Auflösung war entweder genial oder ich habe sie nicht verstanden. Ich kann mich tatsächlich gerade gar nicht so an dieses Buch erinnern. Hat also keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn es Phil gefallen hat, kann es entweder grandios oder mies gewesen sein. Das haben wir ja alles mal, wenn wir an die Gerechte zum Beispiel denken. Ich kann mich leider wirklich nicht dran erinnern. Ich werde mal in die Bücherwoche gucken, wie mir dieses Buch gefallen hat. Aber es wurde auf jeden Fall gelesen. Dann ein Audible-Geschenk von der lieben Vicky, und zwar von Sabrina Kunai, Elfenmagie. Habe ich zu meiner Schande tatsächlich auch noch nicht gehört. Was, glaube ich, daran liegt, dass ich über den zweiten und dritten Teil nicht allzu viel Positives gehört habe. Aber Vicky ist vom ersten Teil zumindest so begeistert, dass sie gesagt hat, Steffi, das ist ein Hörbuch für dich und man kann nach wie vor ja Hörbücher auch verschenken über Audible. Man kann selbst so viele verschenken, wie man möchte, kann aber nur eines selbst empfangen. Und ich glaube, es ist jetzt einfach Fantasy-Zeit und ich denke, dass das auf jeden Fall was ist, was man jetzt im Winter sehr gut hören kann, was auch einige Stunden geht. Und ich werde das auf jeden Fall mal reinhören im neuen Jahr und weiß auch mal wieder nicht, warum ich nicht reingehört habe. Ja, also, dass 2 und 3 nicht so gut sein soll, okay. Aber man muss sich ja immer selbst ein Bild machen und das, denke ich, sollte ich dann mal tun. Und dann ist von Saba Tahir, Elias und Laia der erste Teil nochmals bei mir als Hardcover eingezogen. Ich habe ja Elias und Laia beide Teile, wann kommt da übrigens der dritte, habe ich ja als Hörbuch gehört und dann gab es eine Aktion vom Verlag, dass wenn man sich als Blogger irgendwie registriert hat, dass man sich ein Hardcover aussuchen durfte aus diesem Jahr. Und so habe ich mir Elias und Laia ausgesucht, einfach weil ich das eine absolute Highlight-Reihe bisher finde. Teil 1 war Hammer, Teil 2 noch mehr als Hammer und ich freue mich, dass ich das dann einfach im Regal stehen hatte und ist eben neben dem Hörbuch bei mir eingezogen. Dann war es ja im Januar, glaube ich, soweit, dass Bob der Streuner die Verfilmung in die Kinos kam und so durfte ich in Kooperation mit der Kinoverleihgesellschaft Bob der Streuner auch lesen, habe die Kinoausgabe mit dem Kinocover erhalten und bei Bob der Streuner geht es ja eben um den Kater, der auf James Bowen trifft. Der Autor erzählt sozusagen seine Lebensgeschichte mit Bob dem Streuner. Er ist Straßenmusiker, ziemlich drogenabhängig, gerade auf Entzug und trifft auf Bob und das verändert sein Leben. Und es ist eine wunderschöne Katzen-Tier-Geschichte, die wirklich, glaube ich, jedem Tierliebhaber auch ans Herz gehen wird. Und auch die Verfilmung fand ich sehr gelungen. Und mittlerweile auch die DVD hier, die ich unbedingt jetzt dann auch mal über die Winterweihnachtszeit angucken möchte, weil auch das ist etwas fürs Herz und eben wer Tiere liebt, wird da auf jeden Fall seinen Spaß haben. Dann wurde mir geschenkt von Anne Freitag mein bester letzter Sommer und das wollte ich eigentlich in diesem Sommer lesen. Wie es manchmal so ist, auch das habe ich irgendwie nicht bewusst auf meinem Sub liegen sehen. Und ich glaube, man muss jetzt ja auf seinem Sub öfter mal ein Auge werfen. Ja, habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Sollte mein erstes Buch von Anne Freitag werden und wird es dementsprechend auch. Bisher habe ich eben nur ihre New York Diaries-Reihe gelesen, die sie ja aber unter Pseudonym schreibt. Und das wäre ja dann mal ein echter Freitag. Und bin ich nach wie vor gespannt darauf. Ich weiß tatsächlich nicht groß, um was es geht, weil ich mich da einfach fallen lassen wollte, aber ich denke, es wird einfach dann auch Zeit für dieses Büchlein. Und dann sind wir auch schon beim letzten Buch, was für mich nicht als Subbuch zählt, denn es ist die Schmuckausgabe, die illustrierte Ausgabe von Harry Potter. Es ist der zweite Teil und die Kammer des Schreckens und ich habe das zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und habe auch den ersten illustrierten Band hier, erhoffe mir jetzt dieses Jahr zu Weihnachten auch den dritten Teil. Er steht zumindest auf der Wunschliste fürs Christkind und ich habe mir fest vorgenommen, in 2018 alle Harry Potter Bücher zu lesen. Und da werde ich natürlich bei den ersten dreien auf die illustrierte Ausgabe zurückgreifen und sie dann auch lesen und dann eben mit den normalen Büchern weitermachen. Und das ist wirklich, sind wunderschöne Ausgaben, die Bilder sind wunderschön. Und
und sind ihren Preis absolut wert, wie ich finde. Ich glaube, jetzt der dritte liegt bei 32 Euro. Wenn man denkt, dass der neue Dan Brown und der neue King 28 kosten, ohne dass sie illustriert sind, weiß ich nicht, finde ich da die 32 absolut gerechtfertigt. Ich bin sehr gespannt, wie es ab Band 5 sein wird, weil dann ja natürlich die Bücher auch dicker werden, ob man sie in der illustrierten Ausgabe dann einfach aufteilt. Ich denke mal, bei Band 4 hat man noch nicht ganz so das Problem, aber 5, 6 und 7 sind ja doch relativ dick und ich freue mich da auf 2018 und diese Bücher dann zu rereaden. Ja, und das waren sie nun, die 19 Neuzugänge aus dem Dezember 2016. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, habe ich 4 davon noch nicht gelesen. Harry Potter lese ich als gelesen mit, weil ich die Geschichte eben einfach kenne und für mich das eben einfach kein Subbuch im klassischen Sinne ist. Die 4 Bücher, die hier jetzt noch offen stehen, werden jetzt mal ganz weit nach oben auf den Substapel und bald zu lesen Stapel landen. Finde ich nach wie vor dennoch einen guten Schnitt, auch wenn ich mich nicht an alle gelesenen Bücher absolut erinnern kann. Woran es auch immer liegt, an einem selbst, an der Geschichte, es gibt so viele Gründe, aber gut, es gibt Schlimmeres. Ja, ich finde 4 von 19 wirklich gut, bin da auch absolut zufrieden und ja, hoffe, das Format hat wieder auch für euch Spaß gemacht. Ich mag diesen Rückblick tatsächlich sehr, sehr gerne und hoffe, dass ihr auch Spaß damit hattet und ich vermute jetzt einfach mal, dass beim nächsten Video die Vergangenheit Steffi blond ist, weil es war irgendwann um Silvester auf jeden Fall Zeit. Ja, habe ich auch, glaube ich, im letzten Video schon gesagt. Aber vielleicht ist dann die Zukunft, Steffi, nicht mehr blond, sondern lilafarben. Man weiß es nicht. Oder rot oder schwarz. Mal gucken, was mir so über den Weg läuft. Nein, keine Ahnung. Das entscheide ich immer ganz spontan. Und soll ja auch gar nicht Thema des Videos sein. Aber ja, ist auf jeden Fall für mich selbst auch immer faszinierend. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr Spaß mit dem Format hattet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht auch welche der Bücher, die ich gelesen habe, die vielleicht bei euch auf der Wunschliste stehen oder die 4, die ich noch nicht gelesen habe. Vielleicht habt ihr die schon gelesen und wollt dazu auch irgendwas erzählen. Würde ich mich auf jeden Fall mega darüber freuen. Und danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.